Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um die aktuelle Akkukettensäge, die PKSA20LI in der Version B2 von Parkside. Diese gibt es gerade in den Lidl-Filialen, gibt es natürlich auch online. Wenn du sehen willst, was diese Kettensäge alles so leistet, dann musst du jetzt dranbleiben. Ja, Akkukettensägen nach wie vor immer noch schwer im Kommen, lösen die Benziner und die Elektrokettensägen immer mehr ab auf dem Markt. So bietet auch Lidl dieses Jahr wieder eine neue Kettensäge, wieder mit 3 Jahren Garantie. Wir haben hier ein kurzes Schwert, die gibt es auch ein bisschen länger. Ich verlinke euch einiges unten in der Videobeschreibung, unter anderem auch diese Kettensäge. Kosten tut das Ganze etwa 60 Euro jetzt im Angebot. Kann natürlich auch mal sein, dass das Ganze mal teurer wird oder mal etwas günstiger wird, das ist natürlich etwas seltener. Dann einfach dem Link unten folgen und den tagesaktuellen Preis abrufen. Akku und Ladegerät müsst ihr allerdings noch extra kaufen. Ich empfehle euch auf jeden Fall hier den größeren Akku zu kaufen, den 4 Ampere-Stunden Akku, denn mit dem kleinen kommt ihr da nicht weit, außer wenn ihr vielleicht nur irgendwie zwei, drei dünne Ästchen ausdünnen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch den kleinen Akku verwenden. Ansonsten müsst ihr euch Akkus in ausreichender Stückzahl vielleicht hinlegen. Ich empfehle vielleicht 2 bis 3 Akkus, dann kann euch sicherlich hier nicht viel passieren. Ja, wie schon gesagt, das Schwert, die Schnittlänge beträgt 23 cm, die Kettengeschwindigkeit 6,5 Meter pro Sekunde. Das Ganze arbeitet im X20 Volt Team. Die Säge selbst wiegt etwa 3 Kilogramm, ein bisschen mehr, und das Ganze ohne Akku, also Akku muss noch mit drauf, Öl muss auch noch mit drauf. Öl ist übrigens auch gleich mit dabei, 180 Milliliter, ein kleines Fläschchen ist mit dabei. Ihr solltet auf jeden Fall Bio-Sägekettenöl verwenden. Das ist natürlich etwas besser für die Umwelt, als wenn ihr da normales Mineralöl irgendwo in der Umwelt verteilt. Denn ein bisschen was geht immer daneben. Wenn ihr einmal Bio-Kettensägenöl eingefüllt habt, dann solltet ihr das auf gar keinen Fall mischen. Nicht, dass ihr einmal Bio-Sägekettenöl nehmt und einmal nehmt ihr normales Mineralöl. Das kann natürlich dann zu Verharzungen führen etc. Deswegen bleibt einmal bei Bio oder Mineralöl, je nachdem, für was ihr euch da entschieden habt. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wo ihr den großen Unterschied seht. Ob ihr wirklich sagt, naja, Bio-Sägekettenöl ist vielleicht schlechter. Welche Vorteile hätte denn dann Mineralöl? Das würde mich mal interessieren. Da hat mir nämlich noch keiner zu einer Antwort gegeben. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das finde ich und die Community sicherlich auch interessant. Ja, Öl und eine Ersatzkette und natürlich auch ein Ersatzschwert etc. Das verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt theoretisch hier auch ein größeres Schwert draufsetzen, solltet ihr aber nicht unbedingt tun, denn der Motor ist jetzt dafür ausgelegt, hier mit diesem 23er Schwert auch zu arbeiten. Ihr seht schon, wir haben hier ein Oregon-Schwert mit drauf. Oregon ist eine ganz große Marke, was Kettensägen, Zubehör etc. betrifft. Und da kann man sich sicher sein, dass man da dann auch Qualität bekommt. Deswegen gehen auch die Discounter dazu über, die Schwerter und die Ketten von Oregon zu beziehen. Ja, ich würde sagen, ich packe die Säge mal aus und dann gucken wir sie uns mal im Detail an. Ja, die Säge kommt fertig montiert zu euch. Das heißt, auch das Schwert ist schon drauf, auch die Kette ist hier schon drauf. Das heißt, wir haben hier nicht noch unnötig Last mit irgendeiner komplizierten Zusammenbauaktion. Ihr solltet natürlich von Zeit zu Zeit dennoch hier mal das Schwert etc. sauber machen. Das zeige ich euch dann alles nachher, wenn wir mit der Kettensäge ein bisschen gesägt haben. Das heißt, wie man die hier öffnet und was dann da vor allen Dingen noch an Schmutz dann enthalten ist. Hier oben drauf kommt das Öl hinein. Ihr seht hier an der Seite ist ein kleines Sichtfenster drin. Und ihr solltet diese Minnlinie hier auf gar keinen Fall unterschreiten, denn dann hat die Kette zu wenig Schmierung und die kann dann natürlich heiß laufen und reißen. Das wäre natürlich nicht so schön. Was schön ist, dass hier dieser Einfüllstutzen an der oberen Seite sich befindet. Bei manchen Sägen war der ja noch an den Seiten. Und das war natürlich dann immer so, wenn ihr die Säge dann ein paar Jahre liegen gehabt habt, dann werden diese Dichtungen hier drin spröde und dann ist es so, dann läuft dann natürlich auch gerne mal Öl aus. Und wenn ihr die dann irgendwie im Keller oder in der Garage oder im Gartenhäuschen liegen habt etc. und das dann hier an der Seite wäre, diese Einfüllstutzen, dann würde das Öl natürlich einfach ungehindert austreten, zum einen vielleicht ins Erdreich sickern oder euch irgendetwas verschmutzen in eurer Werkstatt oder Gartenhaus oder wo ihr die auch immer lagert. Ja, mit dem Lieferumfang habt ihr schon gesehen, habe ich hier abgezogen. Einmal diesen Schwertschutz, dann haben wir hier Sägekettenöl. Klugerweise ist das Ganze hier auch nochmal in so einem kleinen Beutelchen eingeschweißt, falls da irgendwas beim Transport kaputt geht, dass das dann nicht auf der Kettensäge oder im Karton landet, sondern hier in dem Beutel.
Und natürlich ist auch noch eine Bedienungsanleitung mit dabei. Wenn ihr die im Vorab euch mal anschauen möchtet, dann geht ihr auf Lidl-Service.com. Dort könnt ihr euch die runterladen. Das Gerät wird von Grizzly Tools produziert, haben wir hier auch schon des Öfteren gehört. Was ich euch in der Bedienungsanleitung gleich nochmal zeigen kann, wir haben hier unten noch einiges an technischen Daten. So auch den Öltankinhalt mit 270 Milliliter. Das heißt, diese 180 Milliliter könnt ihr da komplett erstmal einfüllen. Was hier schön ist, ist, dass hier auch angegeben ist, welche Sägekette und welches Schwert hier mit welcher Teilung etc., mit welchem Kettenabstand und vor allen Dingen mit welcher Bestellnummer hier enthalten ist bzw. schon aufgesteckt ist, womit ihr dann arbeiten könnt. Dann könnt ihr euch das natürlich auch problemlos nachbestellen. Wie gesagt, das verlinke ich euch unten alles in der Videobeschreibung. Ja, so sieht die Säge aus. Erstmal macht sie jetzt gar keinen schweren Eindruck. Wir haben hier hinten ein Griffstück mit dran. Wir haben den Auslöser bzw. den Einschalter. Der ist unten nochmal gummiert, sodass wir hier weniger abrutschen können. Auch hier oben, die schwarze Fläche ist komplett gummiert. Wir haben hier oben den zweiten Handgriff, wo wir das Ganze festhalten können oder müssen vielmehr. Der ist nicht nochmal extra gummiert, der ist aber rundherum schön entgratet auf jeden Fall, so dass wir den hier leicht halten können. Wir können die Säge dann natürlich auch so halten. Das ist natürlich hier vorgesehen, weil der Griff hier einmal herumgeht. Also ihr könnt ihn in allen Positionen sehr bequem halten. Wir haben einen Auslöseschutz hier noch mit dabei als Kindersicherung. Nicht, dass die Säge aus Versehen irgendwann mal anläuft, wenn hier mal irgendwie einer drauf drücken sollte. Die Kettenbremse befindet sich hier vorne. Die müsst ihr natürlich einmal nach hinten ziehen. Ansonsten funktioniert die Säge nicht, dann bewegt sich die Kette gar nicht. Das ist hier oben auf dem Zettel auch nochmal aufgeschrieben. Denke mal, da haben viele vielleicht sich beschwert und haben das Gerät zurückgeschickt und haben gesagt, die dreht sich gar nicht oder die funktioniert nicht. Und da haben die drauf geschrieben, hier, ihr müsst erstmal die Kettenbremse lösen, ansonsten tut sich hier gar nichts. Also macht das so. Kettenbremse funktioniert wie folgt. Wenn die Säge mal einen Kickback hat, das kann mal passieren, wenn ihr auf ein Astloch trefft oder einen Stein oder Munition ist ja teilweise auch in Bäumen drin, noch aus den Weltkriegen. Wenn ihr auf sowas mal stoßt, dann kann es mal zu einem Kickback kommen oder wenn ihr mal irgendwie ein bisschen schräg eintaucht oder. Kickback gibt es dann in verschiedenen Formen. Dann schnellt die Säge ganz schnell nach oben und damit die euch nicht irgendwie verletzt oder trifft, ist das so, dass hier dann euer Handgelenk gegenschlägt und dann sofort die Kettenbremse greift und die Kette dann sofort aufhört zu laufen. Und das ist natürlich sinnvoll. Ihr solltet natürlich auch immer Schutzausrüstung tragen, zumindest ein Forsthelm mit Visier. Gibt es, glaube ich, auch bei Lidl. Wenn ich das finde, verlinke ich euch das unten auch in der Videobeschreibung. Eine Schnittschutzhose wäre auch nicht schlecht. Festes Schuhwerk auf jeden Fall. Schnittschutzhandschuhe, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Könnt ihr mir auch mal reinschreiben, ob ihr Schnittschutzhandschuhe bei einer Säge verwendet. Ich selbst habe welche. Aber es ist natürlich auch recht ungewöhnlich, dass die Säge dann irgendwo auf die Hand trifft, dass wir solche Schnittschutzhandschuhe brauchen. Ich denke mal, das ist einfach dem geschuldet, dass wenn wir hier vorne mal irgendwie anfassen oder sowas und die Säge dann vielleicht hier scharf ist oder so, dass wir uns dann nicht schneiden. Ich denke mal, es ist ausgeschlossen, dass wir irgendwie mit den Händen dann ins laufende Sägeblatt reingreifen. Ja, Akkuaufnahme ist hier direkt unter dem Hauptgriff. Welchen Akku ihr verwenden sollt, habe ich euch schon gesagt. Ich nutze hier auf jeden Fall den 4-Ampere-Stunden-Akku, denn gerade bei solchen Geräten, die wirklich stromhungrig sind, solltet ihr in jedem Fall den großen Akku verwenden. Das funktioniert natürlich auch mit dem kleinen Akku, aber der große bietet einfach wesentlich mehr Leistung. Ich würde sagen, ich fülle jetzt die Säge einmal mit Öl auf und dann sägen wir mal eine Runde. So, bevor ihr sägt, solltet ihr auf jeden Fall ein paar Sekunden die Kette einmal leer laufen lassen. Das heißt, dass sie sich mit Öl voll saugt. Man kann das eigentlich überprüfen, indem man hier so ein bisschen vor den Stamm geht. Und wenn dann da was gegenspritzt vom Öl, dann ist eigentlich genug Öl auf der Kette. Bei den neuen Akkukettensägen ist das allerdings nicht so, weil die nicht so viel Zug haben. Fliegt natürlich das Öl nicht weg, sondern haftet, wie der Name schon sagt, Haftöl auch an der Kette dran. Das heißt, wenn die so ein bisschen ölig aussieht, dann ist das eigentlich gut. Nach ein paar Schnitten solltet ihr auf jeden Fall oder nach dem ersten Schnitt auf jeden Fall nochmal die Kettenspannung korrigieren, denn neue Ketten, die längen sich in der Regel ein bisschen und gerade bei Akkukettensägen ist es so, die müssen etwas strammer sein als bei Benzinkettensägen. Bei Benzinkettensägen sagt man immer, die sollen so ein bisschen durchhängen und hier ist die richtige Spannung erreicht, wenn man das so einen halben Zentimeter ungefähr abziehen kann vom Schwert. Ich säge jetzt hier mal einen großen Ast. Ihr seht, der ist größer als das Schwert. Dann haben wir gleich eine Art Belastungstest.
So, das hat also geklappt. Ihr seht schon, ich habe hier von meiner Weihnachtsaktion noch was eingesägt. Wen das Video dazu interessiert, das verlinke ich euch auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Ihr seht, das hat also tadellos geklappt, auch wenn das Schwert nur etwa 3/4 des Baumdurchmessers lang ist, hat es dennoch geklappt, wenn ich von der anderen Seite einfach nochmal ansetze, das Ganze hier durchzuschneiden. Einmal hat sie kurz unten gestockt, aber danach war sie dann wieder durchzugsstark. So, jetzt können wir nochmal gucken, wie sich das Ganze hier in 10 cm oder 12 cm dicken Ästen schlägt. Es gibt so eine Art Standardtest bei Kettensägen. Die werden dann mit einer Akkuladung an Balken getestet, die 10x10 lang sind. Und dann bekommt man ein Ergebnis. Ich werde das jetzt hier mal ausprobieren, inwieweit der Akku hält. Der ist immer noch voll. Das eben hat ihn gar nicht gekümmert. Das lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Und ich werde jetzt hier einfach mal ein paar Scheiben abschneiden und mal gucken, was der Akku dazu sagt. So, bevor ich euch das Ergebnis des Schnitttestes hier einmal präsentiere, ich habe jetzt den Akku komplett leer gefeatured, die Säge bleibt dann einfach stehen. Einen ganz großen Leistungsverlust kann man eigentlich so nicht ausmachen. Ganz kleinen Tuck wird sie vielleicht langsamer auf die letzten Schnitte, aber grundsätzlich steht die Leistung bis zum letzten Schnitt dann auch bereit. Das heißt, wir werden gleich mal auszählen, wie viele Schnitte ich hier in 10, 12 cm Holz gemacht habe. Das ist natürlich alles nicht repräsentativ. Aber ich denke, damit ihr euch da etwas drunter vorstellen könnt, reicht das hin. Wir gucken uns jetzt erstmal an, einmal wie viel Sägekettenöl wir verbraucht haben. Ihr seht, das ist noch alles voll hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das schlackert da oben so ein bisschen rum. Trotz dessen die Kette immer ordentlich geschmiert war. Jetzt werde ich das Ganze hier mal aufmachen. Da sollte man natürlich trotzdem erstmal den Akku für herausnehmen. So, auch wenn der leer ist. Der steht jetzt also komplett auf Rot und die Säge zieht da auf jeden Fall nichts mehr heraus. So, dann machen wir das alles mal auf hier und dann gucken wir mal, wie das mit dem Spanabtransport hier funktioniert hat. So, schaut mal, so sieht das Ganze dann aus. Ist also ganz normal, dass sich hier natürlich etwas verfängt. Grundsätzlich hat die Säge hier sehr gut abtransportiert. Wir können jetzt hier das Schwert einmal rausnehmen und dann können wir uns das hier nochmal angucken. Was man hier auch noch beachtlich finden kann in Anbetracht des günstigen Preises, dass wir hier einen Metallkrallenanschlag haben. Ihr habt das gesehen, man kann sich dann damit so ein bisschen herunterarbeiten, damit man dann nicht Gefahr läuft, dass einem die Säge entgegenläuft. Und zum anderen ist das dann natürlich so ein bisschen entspannter, wenn wir hier über diese Zinken dann kippen können, die Säge, und uns in den Baumstamm so ein bisschen einkrallen. Dann können wir ein bisschen mehr Druck ausüben und dann wird der Schnitt auf jeden Fall sehr, sehr geschmeidig. Das müsste man dann auf jeden Fall hier alles erstmal sauber machen, wenn ihr mit der Arbeit fertig seid. Das empfehle ich euch also. Wenn das erstmal antrocknet alles, dann ist das auf jeden Fall wesentlich schwieriger zu bewerkstelligen. Was ich euch auch empfehlen kann, ist, dass ihr dafür dann Pressluft verwendet. Erstmal einmal ausschlagen so ein bisschen und dann mit Pressluft nochmal durch und dann ist das eigentlich auch gut. Jetzt wollen wir aber mal gucken, was das Sägeergebnis ergeben hat. Ich hole jetzt mal die Scheiben rein und dann zählen wir die mal durch. So, das ist jetzt das Ergebnis des Schnitttestes. Wie gesagt, wir haben ja hier Baumscheiben. Ich zeige euch das mal. Sind natürlich auch ein paar kleinere dabei. Ein Baum ist ja niemals irgendwie so richtig in gleicher Größe, ein paar größere, ein paar kleinere haben wir dabei. Im Mittel sind die alle 10 cm im Durchmesser und ich glaube, das ist schon recht repräsentativ. Wir haben insgesamt 63 Scheiben schneiden können mit einer Akkuladung. Vielleicht, wenn der Akku ein bisschen abkühlt, der ist jetzt also immer noch heiß, dann würde man vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Scheiben schneiden können. Und wir müssen natürlich auch beachten, dass wir vorher diesen dicken Stamm mit über 40 cm Durchmesser auch nochmal durchgeschnitten haben. Das zehrt natürlich auch am Akku. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr so an die 80 Schnitte mit einer Akkuladung hier auf jeden Fall bei 10 cm starkem Holz schneiden könnt. Jetzt kommt es natürlich auch immer aufs Holz an. Das ist hier schon gut abgelagertes Holz. Das ist also sehr, sehr hart schon. Auch wenn es hier Kiefer oder Fichte vielleicht ist, dann trotzdem zum Weichholz gehört. Aber wenn ihr Buche oder Eiche schneidet, dann schafft ihr auf jeden Fall weniger Schnitte, als wenn ihr natürlich in Weichholz schneidet.
Ja, viele Faktoren sind dafür natürlich ausschlaggebend. Man kann da also keine pauschale Aussage zu treffen. Ich hoffe, für einen ersten Eindruck für die Säge reicht das für euch aus. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen mit dieser Säge gemacht habt. Vielleicht habt ihr die schon zu Hause. Gibt es ja auch schon etwas länger, auch wenn sie jetzt in einer neuen Version auf den Markt gekommen ist. Könnt mir eure Erfahrungen gerne mit reinschreiben. Das hilft natürlich auch immer der Community weiter. Wenn euch das Video unterhalten hat, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.